Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier an unserem, ja, Finaltag in unserer Uniliga. Ich hoffe, euch hat das erste Game schon sehr, sehr viel Bock auf mehr gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich würde mir nur wünschen, dass das nächste Game ein bisschen ausgeglichener werden würde, dass wir nicht wieder so einen relativen Stomp sehen. Ja, müssen wir mal schauen. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall einen komplett anderen Draft von Not Even a Team sehen. Also zumindest wünsche ich mir das, weil wenn wir nochmal so eine Draft-Phase sehen, könnte es eventuell schwierig werden. Man muss gucken, dass wenn man schon ein schwaches Matchup Top-Lane hat, dass man und ein schwaches Matchup Bot-Lane, dass man eventuell versucht, die Lane zu vermeiden oder einfach einen komplett anderen Stil spielt. Und das Problem ist halt dadurch, dass der Fail-Gank auf der Top-Lane so drastisch war und Vladimir da nicht nur einen Kill, sondern zwei Kills bekommen hat und dabei nicht mal unbedingt viel verloren hat, an EP, weil er sofort wieder auf die Lane konnte, ist es sehr schwierig, da wieder zurückzukommen. Zumal Botlane Head war, Midlane war auch fein und man dann einfach wenig Chancen hat, aus so einer Situation wieder zurückzukrabbeln. Ja, mich würde mal interessieren, ob sie sagen, okay, wir bannen den Wladimir diesmal, weil er wirklich so eine starke Leistung gebracht hat. Wobei man diese Leistung halt nicht zu hoch anwerten darf, dadurch, dass halt einfach ein Level 4 Double Kill auf den Wladimir gekommen ist. Wenn das nicht passiert, kann es natürlich sein, dass er nicht so einen unglaublichen Druck ausüben kann. Was wir auf jeden Fall nicht sehen werden, denke ich, ist einen so frühen Malphite-Pick. Dadurch, dass Malphite halt einfach ein Hero ist, der gerne Armor bauen will, damit er mehr Damage machen kann, und als sehr, sehr starke Counterpickt wird von diesen ganzen AP-Toplern, wie zum Beispiel eine Lissandra oder Vladimir, wie wir jetzt gerade gesehen haben, glaube ich nicht, dass Not Even a Team diesmal einen Malphite so früh picken wird in der Rotation. Ja, also ich denke, wir werden hier vielleicht auch nicht unbedingt einen Janna-Bann mehr sehen. Ich denke, wir werden aber auch keinen Vladimir-Bann sehen. Aber was mich halt interessieren würde, wie sie jetzt dran arbeiten müssen, weil wir haben ja auf Orange Arrow auch gesehen, er ist sehr stark auf so Carry-Top-Lanern, dem Jax, dem Vladimir bestimmt, hat auch noch einen Renekton im Repertoire und oder auch eventuell einen Gnar. Und da ist dann die Frage, wie unser Top-Laner von Not Even a Team reagieren wird, weil eben das war sehr schwierig, vor allem der erste Tod von einem 1v1 war sehr schwierig. Man hätte ihn ja durch den Gank noch abwenden können, aber da ist es ja noch mehr zum Snowball gekommen und da hatte man einfach keine Chance mehr zurückzukommen. Ja, vor allen Dingen ist jetzt natürlich auch noch die Psyche ein großer Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Dadurch, dass man jetzt in dem ersten Game schon so hart gestompt wird, ist natürlich auch dieser Druck da. Ich meine, es gucken relativ viele Leute zu. 100 Leute sind jetzt im Moment auf dem Stream, die dir zugeguckt haben, wie du einfach wirklich sehr, sehr dolle gemacht wurdest. Und dann muss man natürlich als Spieler auch sagen, okay, ich lasse das ein bisschen außer Acht und sage, okay, wir müssen uns konzentrieren, dass wir das nächste Game besser spielen und dass wir unsere Fehler, gerade in der Champion Select, als auch in diesem Tower Dive im Early Game zum Beispiel, dass wir diese nicht wiederholen. Ja, aber ich denke mal, da ist wichtig, dass man jetzt einfach nochmal das Mindset auf Null geht. Ich meine, man hat jetzt noch mindestens zwei Spiele und selbst wenn man jetzt das Game noch verliert, kann man einfach wie Bielefeld vielleicht nochmal einen Motivationsschub bekommen und sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach was Neues, ob es klappt oder nicht. Wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, ist eh verloren und dann kann man eventuell versuchen, da nochmal reinzugehen. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt von beiden Teams nochmal ein schönes Game sehen, vielleicht auch ein bisschen länger noch, dass man auch ein bisschen mehr Makro-Game sieht, was ja schon bei Magdeburg teilweise im Ansatz, teilweise auch schon sehr fortgeschritten sehen konnte mit den Lane Resets, mit den Rotations, mit der Ward Position, die einfach bei Not Even a Team noch nicht so gezeigt wurde. Vielleicht lag es auch daran, dass einfach zu viel zu weit hinten waren dafür. So, unsere Teams hatten noch gerade eine AFKler. Ist eigentlich jedes Mal so, wenn man ein Turnier spielt, irgendeiner aus dem Team ist immer irgendwo mal kurz noch auf Toilette, irgendwo AFK. Irgendjemanden hat man immer im Team, der da noch irgendwas anderes machen möchte, gerne gerade. Ja, dann gebe ich den Teams mal das Go. Aber ich glaube, da ist gerade einer noch aus dem Room gegangen. Vielleicht eine schwache Blase. Oder ein Client neu starten. Aber ich meine, wenn man hier nervös ist als Spieler, ist natürlich, es geht auch um eine Menge. Meine, so 500 € mal einfach mitnehmen, will man ja schon ganz gerne, gerade wenn jetzt Karneval ist und man heute Abend eventuell sogar noch los will. Dann hat man gerne nochmal ein 100er Mainer-Tasche, wo man sagen kann, vielleicht sogar mit seinen Teammates loszieht und noch ein bisschen feiern geht. Ist das eigentlich schon sehr, sehr, sehr cool. Und gerade dadurch, dass jetzt noch diese Reise dazu gekommen ist, diesen LCS-Tag mitzuerleben, ist ja nochmal ein Grund mehr, eine Runde feiern zu gehen. Ja, ich meine, wann kommen wir mal kostenlos nach Berlin? Ich meine, wenn die nach Berlin gehen, werden wir zu Hause sitzen und unsere nächste Season vorbereiten, wo wir auch schon mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also, wenn ihr selber mitspielen möchtet und ein Uni-Team habt oder vielleicht ein Uni-Team gründen möchtet, ihr könnt, wir haben ja so Comments unten im Chat, unter anderem, wie euch
vernetzen könnt. Einfach mal Ausrufezeichen Team eingeben. Da könnt ihr einfach mal. Wir haben verschiedene Facebook-Gruppen für jede Hochschule, wo ihr euch eintragen könnt, wo ihr auch andere Leute von eurer Uni findet, um ein Team zu gründen. Die Anmeldephase für die nächste Season wird voraussichtlich im März starten und die Season wird dann auch mit Semesterbeginn voraussichtlich starten. Ich freue mich vor allen Dingen wirklich wieder auf die neue Season. Dadurch, dass halt einfach wirklich so tolle Teams jetzt schon im Playoffs drinne waren. Und ich hoffe, die sehen wir erstmal wieder. Und ich hoffe natürlich, dass wir ganz, ganz viele neue Spieler sehen, die sich sagen, okay, ich kann es eventuell besser als die anderen. Ich bin sehr, sehr gut in League of Legends und versuche da ein bisschen oben mitzumischen. Gut, jetzt sind wir in der Champions Select. Die Bans sind relativ gleich auf Seiten von Not Even a Team. Ramos wieder rausgenommen. Aber diesmal kommt der Lux-Ban da rein, haben sie sich gesagt. Lux wollen wir den Gegner nicht geben. Nehmen wir erstmal raus. Ja, genauso wie der Poppy-Ban, der jetzt draußen ist. Man hat auch vielleicht ein bisschen Respekt davor oder will sie selber diesmal nicht picken und sagt dann, bevor die anderen sie bekommen, den raus. LeBlanc wieder Ban, relativ Standard. Azreal First Pick, dadurch sind aber jetzt natürlich auch wieder eine ganze Menge guter Picks offen. Würde mich nur interessieren, ob man jetzt wieder wie in den letzten Spielen sagt, also eigentlich in den kompletten Playoffs, okay, wir scheißen einfach mal gerade drauf, salopp gesagt. Und picken einfach mal unseren Stil oder dass man sich vielleicht doch drauf geht. Und hier ist die berüchtigte Jungler, die von Kabelmann, die jetzt offen geblieben ist. Ja, Kabelmann immer ein großer Fan gewesen von Jhana, hat sie immer gerne gespielt, ich glaube wirklich in den Mehrzahl der Games immer gepickt und holen sich auch direkt den Lucian mit ans Board. Hat eben schon sehr, sehr gut funktioniert, ist 6-0 gegangen, war wirklich ein guter Damage-Dealer in der Backline. Solide Picks. Und hier haben wir jetzt Not Even a Team, die auf der Kindred drüber hängen. Würde mich freuen, wenn sie gepickt wird. Das ist auf jeden Fall ein sehr starker Champ, vor allem auch mit dem Blue Build Ezreal. Ein sehr starkes Kite Potential. Man hat auch durch die Kindred Ultimate, wenn man sehr squishy ist, trotzdem noch genug Zeit, Gegner mit in den Tod zu reißen. Und hier ist auch gleichzeitig die Grace Ward. Das heißt, man konnte entweder endlich mal die berüchtigte Full House Comp sehen mit dreimal AD Carry und zweimal Support Peel. Die wird aber trotzdem noch über eine Lulu rüber gehavert. Sind sich noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich. Ja, jetzt wird die Lulu noch gepickt. Lulu haben wir gestern auch wieder gesehen, wie viel Impact einfach eine Lulu haben kann mit ihrem Ultimate, mit ihrem Protect Potential und mit vor allen Dingen mit dem Early Game, was sie an den Start legen kann. Einfach ein unglaublich starker Pick. Also ich bin auch sehr froh, dass wir endlich mal den Gray sehen. Der wurde die ganze Zeit ignoriert. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil er doch eigentlich auch bekannt ist, wenn man mal auch ins Reddit guckt, auch wenn da teilweise sehr, sehr viel Blödsinn steht. So Statistiken lügen einfach nicht. Und er ist zurzeit einfach ein Champ, der unglaublich dominant auf verschiedenen Positionen ist. Das heißt, wir haben jetzt auch gleichzeitig Flexpicks in der Lulu und dem Grace, eventuell sogar im Ezreal. Natürlich Grace Toplane, AD Carry Jungle. Lulu Midlane. Midlane Jungle, sorry, das war noch Season 3. Midlane Support oder vielleicht Toplane und den SW vielleicht in der Midlane oder auch in der AD-Position. Dann auf der Gegenseite hat sich Magdeburg wieder für Nocturne entschieden, hat eben sehr, sehr gut funktioniert, was natürlich auch ein Grund war, dass sie so weit vorne gewesen sind und die mit Nocturne einfach diese Global Presence aufbauen konnten. Ob das dieses Game wieder so gut funktioniert, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und entscheiden sich für diesen ja relativ meta-starken Pick Victor in der Mitte, um diese Pressure aufzubauen, um den Gegenpush zu haben gegen eine eventuelle Midlane-Lulu, um das Burst-Potenzial von ausnutzen zu können, als auch den Control im Teamfight durch diese Stun-Bubble, die der Victor stellen kann. Hat man sich auch wieder für den Nocturne entschieden, gleiches System wie eben, nur diesmal hat man halt nicht so diesen Follow-up. Mit dem Lux Ultimate, mit dem Lucian, doch, den Lucian hat man zwar, aber man hat halt keinen HCC mehr, der hinterher folgt. Aber hier hat man sich jetzt auf Not Even a Team letztendlich für die Ahri und den Zac entschieden. Das heißt, wir haben eine Top-Lane-Grace. Ja, gefällt mir an sich auf jeden Fall wesentlich besser, diese Teamkombi, die sie sich da aufgebaut haben. Sie haben weiterhin einen sehr, sehr starken Engage, hatten sie eben mit Malphite, der leider zu weit hinten war. Diesmal haben sie aber den Zac Engage, der im Endeffekt genau das gleiche liefern kann, nur öfter und wesentlich höhere Range hat. Sobald ein Zac dann wirklich ein Target wie ein Viktor trifft und Viktor kein Flash-Up hat, ist es sehr, sehr schwierig für einen Viktor noch zu überleben. Als auch eine Ahri, die den Follow-Up liefern kann. Und Ezreal wissen wir ja selber alle, wie weit der einfach die Range hat mit seinem Ultimate und auch allgemein sein Chase-Potenzial, wenn er aufs Blue Build geht. Davon gehe ich auf jeden Fall stark aus. Ja. Jetzt ist die Frage, was sehen wir von Magdeburg auf der Top Lane?
Wir haben den Jack schon öfters gesehen, wir haben den Vladimir gesehen und hier sieht man jetzt den Ken. Gefällt mir super gut. Also ich bin echt froh, dass wir diesen Pick heute sehen. Ja, Ken habe ich selber auf Toplane jetzt auch mal wieder ausprobiert gehabt. Und gerade mit dem Level 6 Power Spike, den Ken bekommt, sobald das Ultimate da ist und da durch das Graves ein sehr relativ squishy Toplaner ist, hat man die Möglichkeit wirklich mit Ken zu sagen, ich versuche Level 6 einen All-In zu starten, versuche mit Flash oder mit der E, wenn es auch reicht, reinzugehen in den Graves, den Stun zu bekommen, vielleicht sogar Assistance vom Jungler zu bekommen und dann frühen Kill auf Graves zu bekommen. Und sobald Ken in der Toplane dann vorne ist, kann er immer wieder, sobald das Ultimate ab ist, auf den Graves springen, um ihn zu töten. Ja. Was mir auch hier auch sehr gut gefällt, man hat einfach den guten Backline-Engage. Man hat den Nocturne, der reingeht, gefolgt vom Ken. Das heißt, man hat sowohl die Chance, Graves als auch Ezreal und eventuell sogar die Lulu zu stunnen, während Nocturne einfach für den Schaden sorgt. Währenddessen hat man einfach hinten den Viktor und die Janna. Und zwar einen Peelen und zum anderen sehr gut die Ahri in Schacht halten können. Und auch den Zac, dass sie da nicht Taxidid ins Gehege fallen. Andererseits haben wir natürlich bei Not Even Team auch eine sehr starke Comp mit dem Bluebeard, Ezreal und der Ahri, dass sie, wenn sie jemanden catchen und jemand geslowt ist, dass da sehr schnell einfach wie die kranken Tiere aus der Herde so einzeln nach und nach abgeschossen werden. Ja, vom Allgemeinen, von der Team-Kombo, von der Champion Select gefällt mir dieses Game auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Die Lanes sind nicht schon vorher schon so ein bisschen entschieden, dadurch, dass jetzt zum Beispiel wie eben in Vladimir gegen Malphite war, da kann man dann schon im Vornherein sagen, okay, diese Lane wird sehr, sehr schwierig für einen Malphite, aber diesmal ist es halt wirklich so, dass man sagen kann, auf Top-Lane, wer den ersten Missplay macht, ist vielleicht hinten, dadurch, dass Graves doch, falls er vorne sein sollte, sehr stark wird, als auch kennen, kann in beide Seiten sehr, sehr stark gehen. Genauso in der Mitte kriegt Ahri einen Vorteil, kann sie den Viktor überrollen. Kriegt Viktor den Vorteil, kann Viktor die Ahri überrollen. Und das ist natürlich immer viel schöner zu sehen, als wenn man schlechte Matchups auf den Lanes hat. Ja. Also ich bin diesmal echt gespannt, wie Samus Curry das ausspielt. Er hat mit Zac diesmal leichtere Gangs als erstmal auf der Poppy. Man hat eine gute Chance einfach Wards zu überspringen und auch sehr leichte Targets diesmal. Auf der Botlane ist das ein bisschen schwieriger, wenn Kabelmann da mit den Tornados gut ausspielt, aber in der Midlane und vor allem auf der Toplane ist es sehr leicht, auch mit dem hohen Damage-Potenzial der beiden Charaktere, als auch mit der Squishiness des jeweils anderen Toplaners da einen Kill zu sammeln. Richtig. Summoner-Spells sind recht Standard eigentlich. Ahri versucht natürlich mit Ignite aggressiv zu gehen. Hätte ich mir vielleicht auch Viktor auch gewünscht, dass ein Ignite genommen wird, dass Ahri gepunished wird, sobald sie All-In gehen möchte auf den Viktor, dass Viktor sagt, nein, ich gehe nicht defensiv, versuche mit Heal rauszugehen, sondern dass Viktor sagt, ich nehme auch Ignite mit, versuche mit meinem Ultimate, mit allem, was ich habe, die Ahri zu bursten, bevor ich sie bursten kann. So ist es halt im Endeffekt schon ein Statement, dass man sagt, ich picke Heal, ich möchte der Defensivere sein in der Lane. Weiß ich nicht, ob mir das so perfekt gefällt, kann man natürlich so machen, aber ich bin da eher so der sagt, aggressiv ist eher die bessere Verteidigung. Kann natürlich auch sein, dass man halt mit dem Heal, vor allem auch mit dem Move and Speed Bonus, versucht einfach dem Ahri-Jump bzw. halt dem Zac-Jump ausweichen, da eventuell mögliche Tode zu vermeiden, wo man grundsätzlich schlechen müsste, wenn man den Ignite spielt. Ansonsten, das Jungle-Matchup haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie sieht's da aus, wenn Zac auf Nocturne trifft im Jungle, wer hat da denn eventuell die Nase vorn? Ich denke mal, da wird der Nocturne relativ gut durch den Zac durchschreddern. Wo man natürlich aufpassen muss, ist dann halt auch, wo sie aufeinandertreffen, falls sie denn aufeinandertreffen und wie auch der Fallout von den Lanes ist, weil aus der Midlane kommt sehr schnell sehr viel Schaden rüber, auch von der Toplane kommt sehr schnell viel Schaden rüber. Aus der Botlane ist das alles eher defensiv und ich denke mal, da wird es auch nicht zu kommen. Das Wichtigste ist eher, wie wird es aussehen, Pre-Level 6, wo Zac eventuell ein bisschen mehr Pressure aufbauen kann und Post-Level 6, wo Nocturne auch Zac durch die beiden hohen Jump Range, zum einen Nocturne durch die Ultimate, als auch Zac durch seinen Stink Shot, von wo sie kommen und ob beide den Jungler des anderen Teams gut grundsätzlich lesen können. Es ist auch sehr wichtig, wie diesmal die Counter-Ganks ablaufen. Ja, vor allen Dingen, wer sich davon entscheidet, als erstes der Aggressive in der Lane zu sein. Gerade wenn man damit rechnen muss, dass eventuell ein Counter-Gank ist, ist es immer sehr, sehr schwierig als Jungler zu sagen, ich gehe jetzt mit Zac als auch mit Nocturne All-In, um vielleicht dann einen Countergank ins Gesicht zu bekommen, ist es immer sehr, sehr schwierig. Und gerade wenn man Nocturne spielt und mit dem Ultimate reingeht, man ist im Early Game so squishy, dass wenn Zac zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, hat man die Möglichkeit, einfach auf den Nocturne drauf zu springen und ihn zu töten zu können. Aber
Das ist alles nur Theorie und deswegen gucken wir uns jetzt das Ganze in der Praxis an mit unseren beiden Castern Tonki und Skydrake. Viel Spaß dabei. Ding, 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 Bananari. Ich muss das tun, tut mir leid. Jetzt sind wir even in den schlechten Witzen. Nicht even sind not even a team gegen Magdeburg. Magdeburg liegt jetzt 1-0 vorne im Finaltag hier der Universitätsliga. Und ich hoffe, dass not even a team jetzt einiges rausholt, denn ich möchte heute 5 Spiele sehen. Ich sag nur wow. Ich gebe zu dem, was du gerade gesagt hast, mal einfach keinen Kommentar. Okay. Naja, erstmal jetzt heißt es tief durchatmen hier für Not Even a Team, sagen, okay, Spiel 1 ist dumm gelaufen, macht nichts, wir sind trotzdem die, die bis dahin ungeschlagen waren, wir wollen das ganze Ding hier gewinnen. Deswegen schätze ich mal, Not Even a Team jetzt hier nicht zu unterschätzen in diesem zweiten Spiel und mal sehen, wie sie sich jetzt gegen UVGU anstellen werden. Jungle-Eingang. Gerade gecovert von Magdeburg, sieht aus wie eine Kampflinie. Das ansprechen. Ja, die solide Linie. Die Bodyguards, die immer so am Club stehen und sagen, nö, du kommst nicht rein. Kein Schritt weiter. Es wird schlecht. Ja. Interessant finde ich auf jeden Fall, dass beide Teams hier sich dazu entscheiden, anzufangen mit dem Double Jungle Camp. Also, dass die Botlane sich jeweils hier das Jungle Camp nimmt und dann für Botlane auch entsprechend läuft, während die Toplaner dann für ihre Jungler das Camp leashen. Nochmal, bevor wir das nochmal komplett untermauern, muss ich das noch ganz kurz sagen. Jedes Mal, wenn ich denke, hey, wir sind gerade der Universität Cup von ganz Deutschland, die besten Teams der Uni sind jetzt gerade hier im Finale, wieso haben wir nicht noch mehr Viewer? Und dann fangen wir an zu reden und dann denke ich mir, wieso haben wir über 100 Viewer? Wow, Burn. Burn einfach nur. Elfburn, ja. Naja, aber da kann ich dir auch nur zustimmen. Wenn wir das ganze Projekt zum Laufen kriegen wollen, brauchen wir auf jeden Fall eure Unterstützung. Ich will es nur einmal ganz schnell anwenden und dann direkt wieder zum Spiel zurück. Jetzt gerade in dieser Phase, wo eh nicht so viel passiert. Also, macht es bekannt. Unterstützt uns bei diesem Projekt, wenn es euch gefällt. Denn nur gemeinsam können wir groß werden. Genau, E-Sports größer machen in Deutschland, das ist unser Ziel. Und wir haben da trotzdem auch keine Kosten und Mühen gescheut. Um es nochmal anzusprechen, 500 Euro. Ein Trip zu den EU-LCS nach Berlin. Den UEG-Pokal. Das alles erwartet den Gewinner des heutigen Best of Five. Und natürlich den Titel Universitätsmeister Deutschland. Gleich wagt sich hier auf die Top-End für einen frühen Gang gegen Space Wizard. Und das ist ein sehr, sehr frühes First Blood hier. Für Gladi in Minute 3 und 10 Sekunden. Magdeburg lässt dann nichts anbrennen. Sie haben gesagt, sie wollen feiern gehen und genauso spielen sie auch. Also schnell fertig machen, 3-0 wegputzen und dann ab geht's feiern. Also momentan zeigen sie das. Ja, machen Tempo, wollen wirklich schnell ran. Oh, Karlmann, ein bisschen zu aggressiv. Vielleicht nimmt dort den einen oder anderen Towershot mit. Und Daxolid ebenfalls, also sie mögen anscheinend den Tower hier. Ja, wollten hier so viel Pressure wie möglich machen, aber minimal verschätzt vielleicht. Aber wer weiß, wir geben ja immer Credit to Player. Vielleicht war das ja alles gewollt, um einen schnellen Gankbait auf der Botlane ranzukriegen. Und das scheint auch funktioniert zu haben, weil Thumb ist schon mal zumindest in der Nähe. Aber steht auf einem Ward. Ah, der Ward hat auf jeden Fall gute Coverage an dieser Stelle. Taxolid muss auch sich langsam zu Base begeben. Sein Mana ist zu nahe gegangen. Er entscheidet sich dann hier für 2 Longswords. Auf jeden Fall guter Druck im Early Game. Ja, also wirklich sehr frühes Back hier von Solid. Hier wohl irgendwie gar kein Risiko eingehen. Kabelmann sustent hier erst noch ein bisschen auf der Lane. Möchte die Wave so lange wie möglich gerade zurückhalten. Aber ich denke nicht, dass er das machen kann. Wer wird jetzt in den Tower laufen, aber Taxolid ist ja auch gleich wieder da. Esmir geht auf jeden Fall weg, entscheidet sich dann hier für die Pickaxe anstatt für die Tier. Das ist jetzt sauber interessant. Also er sagt, okay, ich möchte lieber mit dem Damage mithalten und das Trade-Potenzial haben. In der Zwischenzeit kommt hier gerade in der Mitte der Kampf um die Scuttlecrab. Ah, schön das Bellsheet mit dem Flash von Gladi, allerdings
hätte er dann doch eher den Charm Spell schießen sollen und dann wegflashen. Denn so war nichts draus und Bananabill secured sich hier den ersten Kill sogar mit Blue Buff für die Midlane, was relativ unangenehm jetzt wird für Xeto. Ja, Bananari macht sich da das Leben erstmal leicht. Bitte, hör auf. Kannst du tun. Es ist zu gut. Name Change confirmed. Ich schreibe ihn nach dem Spiel direkt an. Also wenn sie das noch jetzt alles so schön ihres Gunsten drehen und 500 Euro für das Team nach Hause nehmen, dann ist auch ein bisschen was für Name Change drin. Dann ist ja okay, aber ich sag aber nichts. Punts of Damage. Ich werde weiter angefeuert im Twitch-Chat, ich nehme das weiterhin so hin. Aber ein bisschen zurückschrauben werde ich es auch. Gut. Danke. Wir sind ja alle reicht erwachsen, schon, dass es einen Freak auf der Welt gibt, du musst dich den zweiten stellen. Ja, es reicht, wir sind ja auch alle erwachsen, wir, auch wenn wir sofort drüber lachen, wenn jemand sagt, der kommt jetzt von hinten ran. trotzdem sind wir gedanklich alle 12 und genau so hat man nach dem besten Spaß im Leben. Auf jeden Fall. Stimme ich dir voll und ganz zu. Ah, Polymorph kommt hier auf Taxolid und es kommt einiges an Schaden hier durch mit Ceridas und den Thunderlord-Support. Bringt Taxolid hier auf 300 Leben runter, dann versucht hier gerade den Schaden zu kontern, geht sehr aggressiv rein, muss jetzt hier Heal zünden und es ist nur ein Auto-Attack, der fehlt. Irrational mit dem Flash! Und Pix hilft dir dabei aus, um den Kill zu securen. Snows landet hier auf Kabelmanns Ceridas, geht aggressiv rein, gleichzeitig auf der Top-Lane. Orange Arrow wird gegankt und sichert sich hier mit dem Slicing Maelstrom noch einen weiteren Kill für sich selbst. Und kriegt vielleicht sogar noch Samus Curry. Ein Autotrick würde reichen, der geht allerdings dann auch auf Minion. 1:1 Trade auf zwei verschiedene Lanes. Oh, da sehen wir schon wieder Bananabill. Wollte jetzt hier gerade unbedingt den Kill an Xeto haben, aber der hat die Ultimate ab, hat auch Summoner Heal geused. Und jetzt gerade Gladi auf der Botlane mit der Ulti auf Ceridas. Flash und Summoner Heal sofort geburnt. Da sehen wir hier das Polymorph auch noch auf Gladi und da wurde das sehr schön gekontert. Da war ganz knapp. Oh, und Sam, das war gerade eine richtig knappe Aktion. Da kann er froh sein, dass er da noch ein bisschen HP picken konnte. Will hier ein bisschen die Lane noch halten für Space Wizard. Orange Arrow, aber auch auf dem Kennen gerade richtig schöner Start. Ich meine, guck dir mal diesen Farbenunterschied jetzt schon an. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall noch die Pässe vorhanden für Samus Curry. Sonst würde er auch hier nicht so aggressiv gehen. Kriegt auf jeden Fall einiges an Schaden raus. Hat jetzt hier die Pässe. Oh, und schöne Flash-Ulti hier von Space Wizard, um sich den Kill auf lange Distanz zu securen. Das war sehr schön gemacht. Er wusste genau, er hat die Passive und er weiß, Space Wizard ist gleich da. Er hat die Ulti und wenn er ein bisschen Schaden reinkriegt, ist das ein sicherer Kill. Sehr schön hier gerade gemacht von Not Even Team. Ach, ich fand einfach die Situation gerade auf der Botlane so schön, wie Gladi gegankt hat, mit der Ultimate rangegangen ist. Erst einen auf aggressiven auf gemacht hat. Und dann irrational kam mit dem Polymorph und dann auf einmal nur noch so ein ganz leichtes Schnurren zu hören war. Ja, trotzdem sehr, sehr schöne Pressure von Markenburg auf der Botlane. Power nach 8 Minuten 10 gefallen. Also, das ist schon ganz schön Druck. Da wird Sam wahrscheinlich auch gleich mal runtergehen müssen, aber ich denke mal, dass sich hier Markenburg so schnell wie möglich mit der Botlane bisschen auf den Weg begeben möchte, wie wir es vorhin schon gesehen haben. Gut, da waren die Wogen auch ein bisschen anders. Mit dem sehr starken Feed auf Orange Arrow war da sehr viel Möglichkeit, überall Tower Pressure zu machen. Aber sieht so aus, als hätten sie das trotzdem noch vor. Obwohl Not Even the Team hier ein Kill vorne liegt, sind sie doch im Gold leicht hinten durch den Tower von OVGU. Also OVGU hier mit dem etwas größeren Fokus gerade auf den Druck. Gegen die Tower. Lediglich auf der Midlane sieht es so aus, als wäre Bananabill in der Lage, hier den Druck auf Xeto aufzubauen mit der Ahri. Sieht auch auf Seiten von Viktor, dass dort der Negatron Cloak rauskommt, um dort erstmal dieser aggressiven Midlane etwas entgegensetzen zu können. Vor allem Bananabill hat jetzt das Morellonomicon schon fertig, was ja im vergangenen Patch sehr stark gebufft wurde. Also es waren, glaube ich, 175 Gold, die man da für die Kosten runtergenommen hat. Und das ist wirklich, da, wenn man das vergleicht, das Frostfiend's Claim auch noch genervt wurde, ein sehr starker Buff. Jetzt ist allerdings Samus Curry hier auf der Bot, entzündet die Ultimate, haut Ken in den Tower rein. Und zusammen mit den Tower Shots und der Ulti von Space Wizard ist das hier ein Kill, der relativ einfach ausgeführt werden konnte. Aber trotzdem haben wir gesehen, sehr, sehr, sehr viel Schaden, der trotzdem dann noch von Orange Arrow rauskam. Wird jetzt auch bald sein Sonjas fertig haben.
Teleport ist auch ab, also er könnte zur Not auch nochmal auf die Toplane porten. Bei Space Wizard ist es aber auch der Fall, also viel verloren geht dafür keinen. Mhm. Wobei ich aber ja gerade ansprechen wollte, man sieht ihn jetzt laufen. Ich denke mal, dass er in dem aktuellen Status des Spiels sich das Teleport lieber aufhalten wird, und bei Space Wizard ist es auch genauso. Er begibt sich jetzt auf den normalen Weg, denn die frischen Minion Waves sind gerade erst aufeinander geprallt. Da verlieren beide nicht sonderlich viel, selbst wenn da nichts geused werden muss. Xynka kommt jetzt hier raus für den Graves zusammen mit dem Serrated. Serrated war das? Ja, Serrated Dog. Ich habe auf jeden Fall die Magieresistenz und die Armor Penetration, was denke ich mal gar nicht mal so schlecht ist gegen einen Ken, der jetzt ja sich den Seekers Armguard schon geholt hat. Für die zusätzliche Rüstung. Kann dort auf jeden Fall einiges an Schaden in Orange Arrow rausbringen und hält sich gleichzeitig mit der Magieresistenz und dem Schild von Hexbrinker ganz gut am Leben. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass Not Even a Team jetzt gerade auf jeden Fall mehr Stärke zeigt. Ich möchte nicht so sehr auf dem ersten Spiel rumreiten. Ich denke mal, dass sie sich da auch nicht sonderlich, dass sie da nicht sonderlich stolz drauf sind, wie das da bei ihnen abgelaufen ist. Aber, naja, ich sag mal so, es sind 11 Minuten 30 und das Spiel ist noch nicht entschieden. Also, way to go. Shots fired. Haut's aber auch heute raus hier, ne? Hier geht hier auf Sunless Curry, aber Banana Bill ist auch schon direkt zur Stelle. Haben dort vielleicht ein Engage gesucht, haben sich dann aber letzten Endes dann doch nicht komplett reingetraut. Die Frage ist, ob das vielleicht eine kleine Fehlentscheidung ist an der Stelle. Interessant ist auf jeden Fall, dass hier Gladi deutlich mehr Farm hat als Samus Curry im Jungle. Sitzt ja auf 58 im CS im Vergleich zu 33. Ja, für Samus Curry ein bisschen aktiver, was die Ganks angeht, und hat dort schon 3 Assists abgelaufen. Goldtechnisch trotzdem Gladi knappe 800 Gold vorne. Also wir sind ja als Caster natürlich immer unparteiisch, aber ich muss sagen, wenn Banana Bill sich zwischen Spiel 2 und 3 umbenennt, werde ich ein Fan. Sag's nur. Ich sag gar nichts mehr. was ist das nun mit dir? Jedes einzelne Mal. Ja, jedes Mal dasselbe. Das ist halt eben so. Rufst du mal Freak an, sie sollen ihn aus der LC rausnehmen und dich reinstecken. Hä? Zumindest was die Panzer angeht. Ich möchte ja. Samus Curry hat ja auf der Toplane gewartet, allerdings Gladi hat irgendwo hinten auch schon bereit gesessen und gewartet. Allerdings Orange Arrow droppt hier viel zu schnell, als dass er da noch was reißen könnte. Aber der Schaden von Gladi ist immens und er kriegt hier dort den ersten Kill. Samus Curry weicht gerade noch der Nocturne Q aus und der entscheidet sich dann doch lieber zurückzugehen. 1-1 Tracks. Minion-Stil. Schöner Farm hier. Aber Banana Bill geht ja aggressiv rein mit der Ulti. Kriegt dort ein bisschen was an Schaden raus, kann mit der Kuh und den Schaden hier, ja, muss man schon sagen, leicht den Kill securen. Darf nicht sagen! Ich hab's aber gesagt. Darf's nicht sagen. Ja, sehr schöne Aktion von Banana Bill. Hat da jetzt wirklich gerade noch, wie du schon gesagt hast, den Kill secured. Und jetzt sehen wir gerade hier den Fight auf der Botlane, Taxolid. Ganz schöner Schaden auf Irrational. Ulti ist raus, aber jetzt kommt gerade das Teleport von Orange Arrow rein. Und da von Kabelmann ein bisschen zu spät die Ulti gezogen. Orange Arrow geht hier noch in den Chase rein, aber selbst mit Space Wizard und Cyrodiil auf dem Ezreal werden sie da ein bisschen Probleme haben, wenn sie jetzt noch irgendwie Hilfe bekommen. Aber keinerlei Hilfe in Aussicht. Oh, die Q! Der Q hier gerade, wunderschöner Damage hier aufs... Ja, hat gerade noch gereicht für Space Wizard. Also, es hätte... Also, hat gerade noch gereicht für Space Wizard, Kabelmann zu töten. Jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen aufgehangen. Aber, nichtsdestotrotz... Sehr schöne Situation hier gerade für Magdeburg, was jetzt auch noch zu einem Drake wird. Die Minion Wave kam an dieser Stelle sehr ungünstig für Space Wizard. Er hat zwar Auto-Attacks und Auto-Attacks sind ja bekannt dafür, auf den Champion direkt zu gehen, auf den man da schießt. Die Sache ist, bei Graves Auto-Attacks ist das ein bisschen anders. Also ich habe, wenn du noch ein Zitat suchst, ich habe ein neues Zitat. War, bist du das mit Auto-Attacks sind ja bekannt dafür, dass sie auf den Champion gehen, auf den man schießt? Möchte ich nur mal festhalten, Kappa. Ja, normalerweise, wenn du einen Auto-Attack ausgeführt hast, selbst wenn du wegflasht, fliegt der Auto-Attack ja noch hinterher. Es ist im Prinzip
Wenn man so will, ist ein Auto-Attack ein... Ja, ich möchte damit gar nicht argumentieren. Ich fand die Wortwahl nur sehr gut. Wir können es dann hinterher nochmal nachschauen. Jedenfalls, es ist im Prinzip ein Point-and-Click-Spell, wenn man so will. Der halt nur alle paar Sekunden zur Verfügung ist. Geht entsprechend durch. Die Sache bei Graves Auto-Attack ist, sie wird von dem geblockt, was bei ihnen in Reichweite ist, und folgt einem Champion dann auch nicht, wenn er wegflashen sollte. Heißt, sollte man es irgendwie noch schaffen, rechtzeitig vor der Graves Auto-Attack wegzuflashen, geht der Schaden nicht drauf, weil sie hat die begrenzte Reichweite und ist auch nur da aktiv und hält sich dann am ersten Ziel, das es trifft, auf. Deswegen war es gerade ein bisschen ungünstig, dass die Minion Wave unten auf der Botlane reinkam und dementsprechend Orange Arrow abgeblockt hat und Space Wizard somit verhindert wurde, danach Schaden auf den Cannon zu bringen. Dazu gibt es keinen Kommentar mehr ab. Ne? Das war Nein, es ist gerade eine Situation, wo ich warte, dass was passiert. Dann springt hier über die Wand, geht hier bis auf Kabelmann, cleart den Ward. Aber Gladi ist auch schon zur Stelle. Also es riecht so ein bisschen nach Fight. Die Frage ist nur, ob Not Even a Team den haben will. Und wie sie sich gerade so bewegen, gehe ich mal nicht davon aus. Nicht unbedingt. So, es sieht gerade so ein bisschen nach Familientreffen aus. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt die AD Carries getauscht haben. Graves ist jetzt auf der Toplane zusammen mit dem Support. Während unten einfach mal eben sagt, ja, Orange Arrow hier. Ich bin der Ashreal, ich halte dich mal schon mal auf. Wo gegen Q train war. Was habe ich eigentlich gerade gesagt? Wo gegen Q train war. Ich meine eigentlich alles, aber gut. Weißt du, ich höre dir prinzipiell nicht zu. Das ist gut zu wissen. Und jetzt sehen wir hier gerade die Ultimate von Gladi auf Space Wizard, der 4 sitzt noch, aber Lulu Ultimate direkt hinten dran. Jetzt diesmal schöne Ultimate hier von Kabelmann, versucht das hier noch wegzuhalten, aber er wird hier der Situation, doch er kommt noch gerade der Situation, denn es gibt genug Pressure hier gerade auf der Seite von Magdeburg. Gladi wird hier jetzt aber trotzdem nicht mehr entkommen, der Kill geht an Summerscurry und das wird jetzt definitiv ein Druck auf den Toplane Tower. Orange Arrow Teleport leider noch nicht ab, ist hier immer noch im Geplänkel auf der Botlane gegen Syridas. Kalin kommt hier zwar raus, wird aber auch nicht ausreichen, diese ganze Wave zu klären. Und geil, ein Graves in Tower pushen ist einfach nur übelst stark. Er kann einfach komplett an den Tower rangehen, in Melee-Reichweite, kann den Auto-Attack raufhauen und kriegt damit so viel Bonus-Schaden. Er zerstört Türme regelrecht. Auch wenn er weniger Attack-Speed hat, er haut richtig Schaden drauf. Gleichzeitig hier allerdings auf der Botlane Banana Bill kommt schön von hinten rein und greift sich hier mit Syridas den Cannon ab. Nein, sag es nicht. Naja, es war eher wegen von hinten rein. Ich habe gerade da gar nicht dran gedacht. Meine Güte, es ist der Finaltag und auch bei uns liegen die Nerven, was das angeht, blank. Wir sind heute alberner als sonst. Ach, das ist aber wissen wir doch alle schon. Bisschen eine verzweifelte Ulti kam da noch von Orange Arrow raus, hat er gehofft. Ich denke mal, zum Überleben hat es wahrscheinlich nicht mehr gereicht, aber sein Sonjas war, glaube ich, ab. Sehen wir vielleicht nachher bei einem Replay. Das kommt ganz drauf an, was unser Analyst-Desk dazu sagt. Aber ja, trotzdem, momentan das Spiel, wenn wir uns das Gold mal angucken, trotzdem 4 Kills für Not Even a Team. Immer noch leichter Lead, wenn auch mit wirklich, sag ich mal, erwähnenswerter Lead für Magdeburg. Analyst-Desk sagt, Tonki, deine Punts gehen uns auf den Sack. Und ich kann sie gut nachvollziehen. Aber wie du schon angesprochen hast, Gold ist ziemlich equal. Victor kriegt hier jetzt erstmal den Blue Buff, kann dort gleich dann entsprechend wieder auf die Midlane zurückkehren. Hat sich was der Büssel Scepter fertiggestellt, also kann jetzt auch ein bisschen selbst aggressiver gehen. Hat ein bisschen Schadensausstoß. Was mich allerdings ein bisschen wundert ist, also was heißt ein bisschen wundert, also er hat bisher nur seinen Hexcore nur auf Stufe 1 ausgebaut. Geht also dann doch lieber erstmal auf externe Items, bevor er dann seine Spells upgraden möchte. Persönlich empfinde Stufe 1 und gerade Stufe 2 sind eigentlich noch relativ wichtig auf Victor, weil Stufe 2 bringt so viel Utility mit. Und ich hatte letztens sogar ein Video gesehen, wo man eine Bestätigung hatte, dass Utility auf einem Midlaner gar nicht mal so schwach ist. Ahri, und zwar geht es genau um diesen Ahri-Champion. Damals in ihrem Patch, als sie diesen Änderungen bekommen hat, wo ihr ein bisschen Schaden runtergenommen wurde, dafür allerdings die Mobilität auf der Kuh, um das auszugleichen. Das war der Patch, wo sie mit die höchste Winrate überhaupt hatte. Also ich glaube, die war auf dem gesamten Ranking dann irgendwie nach Platz 10 oder so. Gehen wir mal gleich weiter, denn die wird gerade Space Wizard gegankt und wow. Das ging schnell. Das hat gerade noch gereicht. War das jetzt gerade noch ein Red Buff oder? Nee, ich glaube nicht.
war auf jeden Fall noch, der Smite ist auch gerade vom Item her und sehr, sehr schöne Aktion hier gerade wieder. Wurde halt eben von dem Ward oben im River gespottet, Taxolid sofort das Culling rausgehauen und Gladibar sofort zur Stelle, um den Sack dazu zu machen. Und Taxolid jetzt ein bisschen out of position gegen den Iceborne Gauntlet, zündet zwar seinen Heal, kann aber nicht viel machen. Oh! Und der Flash kam zwar raus, aber Banana Bill hat von der Reichweite her von der Ultimate gereicht. Samuskuri ist jetzt hier weit im Gegnerteam, wird von Lulu geultet, aber kann dort niemanden mehr erreichen. Der 4 hat ihn dort rausgedrängt. Ja, allein der Threat gerade hier, auch noch von dem Teleport, hat das Team für den ersten Disengage-Zug, sag ich mal, hat es ein bisschen zurückgetrieben, wurde danach direkt abgebrochen von Orange Arrow, aber hat alleine dadurch mit diesem, sag ich mal, gezeigten Teleport, ich bin da, wenn was ist, und wenn ein Cannon mit Ultimate und Sonyas ganz plötzlich in deinem Team aufploppt, dann hast du keinen Spaß. Diese aktuelle 4 gegen 5 Situation nutzen sie jetzt sogar noch auf, um den Dragon sich zu schnappen. Space Wizard ist in der Nähe. Hätte auch noch Teleport zur Verfügung, wobei für diese 10 Meter sollte man jetzt unbedingt den Teleport wählen. Aber es kann jetzt gut sein, dass sie gemeinsam hier auf die Botlane rotieren und diesen dritten äußeren Turm abgreifen wollen. Samuskuri möchte hier bis aggressiver reingehen, hat gehofft, auf den Drone zu treffen, aber an den hat sich Gladi gerade gewagt. Entsprechend gibt es in Anführungszeichen nur den Tower. Banane fliegt über die Map, hat gerade ein bisschen den Pressure von der Midlane runtergenommen. Da werden die Minions jetzt wieder ganz normal gegeneinander laufen. Und das ist dann der Ausgleich in den Turrets. 3 zu 3. Wobei man aber sagen muss, dass bei Magdeburg halt eben nur die T1 Turrets bisher gefallen sind. Und von Not Even a Team sind schon beide Tower auf der Botlane weg. Es wird es auf jeden Fall kräftig dabei, hier seine Träne zu stacken, macht dort einen Jungle Camp nach dem anderen und hat momentan 708 Stacks. Also es ist jetzt eigentlich nur noch eine Sache von vielleicht einer Minute, bis dort das Mana Mune für SW verfügbar ist. Und das ist dann wirklich dieser Zeitpunkt, wo Not Even Team versuchen sollte, mit ihrer Teamkomposition sich zusammenzustellen, den Engage mit Zac zu suchen, mit der Lulu Ultimate zusätzlich noch drauf für den Zusatz-CC. Und dieses Pick-Potenzial von Ari auszunutzen, während man gleichzeitig noch den Sustain-Damage von Seridas auf dem Essen hat. Uramana meintest du, glaube ich. Uramana? Habe ich Mana Mune gesagt? Du hast Mana Mune gesagt, deswegen nur. Da meine ich natürlich. Ich weiß schon, was jetzt hier für ein Hate im Twitch-Chat runterhagelt. Zu Recht, ja. Aber. Du hast es richtig beschrieben, nur das falsche. Ja. Das falsche Wort benutzt. Ich bin Saarländer, ich kenne mich damit aus. Und Saarländer, ich kenne mich damit aus, wir sind faul, wir benutzen die Wörter, die uns gerade einfallen. Ich kenne ja beide Wörter, aber die kamen halt gerade schnell in den Mund. Hopp! Oh. Ja, versucht vielleicht gerade ein bisschen aggressiver reinzugehen, Banana bekommt hier wieder von hinten, du darfst jetzt gerne lachen. Allerdings trifft er den Charme gegen Ken und er hat keine Möglichkeit, sein Sonyas zu zünden, droppt hier relativ schnell und auch Kabelmann entsprechend out of position. Und sie waren hier zu zweit und droppen jetzt. UVGU versucht da was zu kontern, kriegt dort den Midlane-Turm und gehen jetzt zum Baron. Frage ist, werden sie den schnell genug down bekommen und können sie den überhaupt tanken? Gladi droppt hier relativ low, hat nicht unbedingt sehr viel Attack-Speed. Xeto kommt hier rein, sie verbrennen alles für die Ultimate, allerdings droppt Gladi hier gefährlich low. Culling wird hier auch noch benutzt. Baron können sie schnell genug down kriegen, müssen jetzt nur noch hier entkommen aus dieser Situation. Gladi geht jetzt hier auf Space, weil er kann also nichts mehr reißen. Xeto muss hier über die Wand flashen. Alex, die eine Ultimate wurde gezündet. Die Kuh kommt auch noch rein und Taxolid übernimmt so gerade. Die Banane kommt und fliegt nicht. Trifft nicht. Ja, der Nash wurde in dem Moment quasi, ich sag's mal, mehr denied als ich genommen. Der Buff müsste aktuell, glaube ich, nur noch auf Taxolid sein. Ich weiß nicht, ob Kabelmann zu dem Zeitpunkt schon ab war. Ich guck gerade selber mal nach. Nein, Kabelmann hat den Buff noch nicht gekriegt. Also Nash-Buff jetzt nur auf Taxolid. Aber trotz allem, sag ich mal, ist er gerade für die Situation für Not Even a Team denied. Ja, OVGU auf jeden Fall eine gute, ich nenne es jetzt mal Panikaktion. Sie haben hier dafür gesorgt, dass Not Even a Team nicht in der Lage ist, diesen Baron abzugreifen. Aus gutem Grund, weil ein paar Picks plus Baron. Also Baron ist immer so das Ziel, was man auch anstreben sollte, wenn man hier gute Aktionen als Team auch leisten möchte und entsprechend diese Push-Stärke braucht. In dem Moment hat OVGU sich einfach nur darauf konzentriert, den Baron zu denyen, wie du es ja schon erwähnt hattest.
um einfach zu sagen, okay, wir brauchen den Baron nicht, aber wir wollen auch nicht, dass er an Not Evil Team geht. Beziehungsweise sie bräuchten. Brauchen den nicht unbedingt, aber sie finden ihn natürlich auch schon nett. Nur in dieser Situation ist es halt wirklich diese Aktion von wegen, ja, lieber dann sterben und dafür den Baron nicht abgeben. Ja, ich sag mal so, das ist wahrscheinlich auch eine Argumentation, mit der man ein bisschen kämpfen könnte. Zwei Kills sind am Baron gefallen, dafür gab's den Baron, ist das worth? An und für sich ja, aber ich denke mal nicht, wenn er nur auf einem verfügbar ist. Dadurch, dass vorher schon zwei Kills abgegriffen wurden. Es war wirklich in dem Sinn ein Panic Baron, wo man einfach sagen kann, das ist, der wurde einfach nur gemacht, damit er nicht dem Gegner in die Hand fällt. Um dort im Prinzip das Ganze zu verzögern. Und Zito wird gerade aus auf Position gecatcht, kann dort so viel healen, wie er will. Er ist einfach inmitten von Samus Curry und Seredas gefangen und droppt hier ziemlich schnell als Victor mit nicht unbedingt sehr viel Mobilität, nicht unbedingt die Position, in der man stehen sollte. Ja, trotz den ganzen Aktionen ist immer noch ein kleiner Lead auf der Seite von Magdeburg, was das Gold angeht. Was, denke ich mal, vor allem mit dem Farmunterschied zu tun hat. Auf der Toplane haben wir momentan ungefähr 30 Farm. Oh, aber da kommen wir gleich wieder zurück, denn Gladdy wird hier jetzt gerade von Sam und Ceredas begrüßt im eigenen Jungle. Ultit hier noch, hat vielleicht versucht, irgendwo ein Target zu kriegen, wo er noch weg kann, aber das hat leider nicht gereicht. Sam setzt hier seinen Fling an. Geht hier wirklich sehr deep in beide Tower rein, keine Möglichkeit, was zu treffen. Und da muss Not Evil Team jetzt ganz schön Druck machen. Victor ist jetzt gerade auf dem Weg, Gladdy noch 30 Sekunden down. Oh, da musste Banana Bill gerade flashen. Also man möchte trotz allem, selbst wenn man in einer 5 gegen 4 Situation ist, immer noch nicht einen Cannon mit Ultimate und Sonyas in sich stehen haben. Aber Banana Bill und Samus Curry spielen ihre Picks gerade sehr gut aus. Also sie sind diejenigen, also das ist so eine Teamkomposition, wo man eher auf Catch gehen möchte. Mit Zack, der aus sehr hoher Reichweite rausspringen kann. Oh, Banana Bill, da willst du nicht recallen. Also Banana Bill und Samus Curry auf diesen Champions, die eigentlich eher für diese Picks gedacht sind, spielen das soweit gut aus. Vom Recall jetzt mal abgesehen, wenn er ein bisschen an der falschen Stelle war. Man sollte auch eher hinter einem Turm recallen, wenn man weiß, dass gerade das Gegnerteam dabei ist, hier die Lane auszutuschen. Aber Banana will das halt so. Ja. Entschuldigung. Darf ich mal die Kunde um? Oh, sehr schöne Ulti hier von Kabelmann. Wunderschön hier gerade den Steal verhindert. Also den möglichen Steal verhindert. Und die Frage ist einfach noch, war das jetzt in dem Moment worth? Also, Sam wäre halt eben drin gewesen, da er seine Ulti für... Ah ne, Ulti wäre wieder abgewesen. Oh, das habe ich jetzt gerade ein bisschen überschätzt, den Cooldown der Ulti. Wäre doch noch hätte schon eine brenzlige Situation werden können. Da wollte man auf Nummer sicher gehen. Drake Nummer 2 dadurch für Magdeburg. Ja, die Frage ist, was genau wollen sie jetzt in diesem Dragon machen? Gerade der zweite ist... meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Dragon, den man, für den man wirklich großartig kämpfen sollte. Es war gut auf jeden Fall, dass Kabelmann hier diese defensive Ulti gezündet hat, um sich den Dragon zu secure. Aber mehr hätte es auch nicht sein dürfen, wirklich, um diesen Dragon zu bekommen, meiner Meinung nach. Gibt man lieber den Dragon auf und gewinnt dafür den Fight hinterher. Ja, war definitiv eine schöne Ulti, die Kabelmann hier dafür benutzt hat. Zwischenzeitlich haben wir nicht so starke Ultis von ihm gesehen, aber... die kann man ihm doch jetzt schon oben drauf schreiben. In der Tat. Oh, Victor geht hier jetzt auf sehr aggressives Bild hier mit dem Rabadonst. Ich bezweifle, dass es so die beste Entscheidung ist mit dem Locket, das jetzt hier schon auf Zack ist. Also, Magiepenetration ist durch das Abyssal vorhanden, auf jeden Fall. Frage ist, wäre es dann nicht sinnvoller von Anfang an doch eher auf den Voidstuff zu gehen, gerade auch gegen den Graves mit dem Maw of Malmortius und wenn man so oder so schon ein bisschen was an magischen Schaden hat, da vielleicht dann nicht sogar das Büssel an den Ken zu übergeben, der so oder so im ganzen Gegnerteam steht, anstatt das den Victor bauen zu lassen. Also an sich die Idee der Items, wie man sie jetzt hier in dem Team hat, finde ich ja gut. Aber ich finde, sie sind auf den falschen Personen. Da sollte man wirklich eher das Büssel Scepter auf den Ken bringen. Und dort halt die M-Pen, beziehungsweise die Magieresistenzreduktion ist es ja, auf denjenigen zu haben, der so oder so im ganzen Team stehen sollte. Und dann lieber nochmal prozentuale Magiepenetration auf dem eigentlichen AP-Carry zu bringen.
Ich denke mal, dass nachher der Analyst Desk sich auch wieder, sag ich mal, daran reißen wird über so eine Diskussion. Bin ich auf jeden Fall mal, hat ihm auch da bei solchen Sachen sehr gespannt, was da unsere Analysts dazu sagen wollen. Gerade ein bisschen ruhiger hier. Ist gerade sehr ruhig, ja. Es ist wirklich gerade sehr ruhig. Sonst können wir mal auf etwas gehen, was jetzt bisher noch nicht so besprochen wurde, und zwar das Wort Coverage ist momentan relativ interessant, finde ich. Ah, Notifiable Team geht hier jetzt richtig stark in Richtung Baron. Haben dort ein Pink Ward am Baron direkt stehen und dann ihrem eigenen Blue Buff. Und sogar schon ziemlich weit ins gegnerische, in den gegnerischen Jungle reingebordet. Also sie wollen hier auf jeden Fall den nächsten Baron angehen. Das machen sie gerade mit ihren Wards klar. Haben gleichzeitig auch noch ein bisschen was mit den Blue Trinkets hier für ihren Botlane Jungle. Das Krimming kommt aber ganz schön gut durch. Und Irrational ist ein bisschen weit draußen. Und das X-Horse hält ihn hier nicht auf. Und das taktisch auch den Schaden macht. Kriegt allerdings die Tower Damage und Space Wizard. Mit der Ulti kann sich dort den Kill securen. Kriegt den Double Kill hier an Kabelmann. Orange Arrow in der Zwischenzeit steht in der Ulti im Gegnerteam und konnte sich dort Sigurdas abgreifen. Allerdings Space Wizard jetzt hier mit dem Hexdrinker. Sucht dann doch eher den Disengage und möchte auf Nummer sicher bleiben. Endet momentan in einem 2 für 2. Beide Botlanes wurden in dem Sinne rausgenommen. Allerdings OVG Ulti jetzt gerade mit dem Vorteil. Und die Q zusammen mit der E von Ken reicht hier aus. Summer's Curry geht in der Zwischenzeit allerdings doch noch rein. Seine Pässe wird jetzt hier geprockt mit 3 Blobs auf einer Stelle. Sehr ungünstig. Und Orange Arrow, schönes Sohn jetzt hier, um auszuweichen. Reicht es dafür, noch zu überleben? Oh! Thomas Curry kam zwar wieder ab, aber es reicht nicht ganz von der Zeit aus. Hier waren gerade sehr viele Panic-Moves. Taxolid, sehr aggressiv, ist da in den Tower reingeflasht, um da den Kill zu kriegen. Lief dann ein bisschen schief für ihn, wurde deswegen getötet, da Banana Bill es locker noch geschafft hat, da wegzukommen. Ein kleines bisschen Missplayed kann man da definitiv sagen. Aber trotz allem, ja, jetzt wieder ein kleinerer Lead für Magdeburg. Trotzdem freut es mich, dass das Spiel in Anführungszeichen so balanced ist nach 32 Minuten, nach dem ersten Spiel, was wir vorhin gesehen haben. So, du kannst mir sagen, was du willst, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich das... Es war ein Teamfight, aber es hat sich irgendwie nicht angefühlt wie ein Teamfight und ich würde es persönlich auch nicht Teamfight nennen. Das war ziemlich viel Geplänkel mit Picks mittendrin, was am Ende in ein Gemetzel resultiert ist. Also, ich glaube, das ist so würde ich das bezeichnen. Im Duden steht das, glaube ich, neben Teamfight. Also, ich glaube, das stimmt. Okay. Aber für mich war das kein sauber gespielter Teamfight von beiden Teams. Also, es war wirklich sehr viel Panik drin. Ja, wie du gesagt hast, es war sehr viel Panik drin an dieser Stelle. Sehr viel Durcheinander. Was im Endeffekt dazu resultiert hat, dass man einfach nur versucht hat, rauszureißen, was geht, ohne wirklich großartig da Strategie reinzubringen und da gezielt Ziele rauszunehmen. Ich meine, Taxolid hat den Tower gedived. Als AD Carry. Das ist kein Teamfight. Ja, darüber können wir jetzt noch lange diskutieren. Aber jetzt gerade hier Taxolid das Culling in den Jungle reingepustet. Hat nicht wirklich Schaden angerichtet. Und das sieht jetzt auf jeden Fall danach aus, als wäre Magdeburg, um es auf gut Deutsch zu sagen, ganz schön geil auf diesen Nash. Hallo. Gehen jetzt hier auch zu dritt an. Lucian ist auf der Top-Lane, was noch eben eine Tiefe vermuten lässt. Okay, sie haben keinen AD Carry, deswegen werden sie sich nicht an den Baron wagen. Aber zusammen mit Victor, Janna und Magdeburg versuchen sie den Baron rauszunehmen. Erstmal Ulti spottet sie jetzt allerdings. Und das gesamte Team von Notebene Team ist hier in der Nähe. Also das jetzt, wird jetzt gleich eskalieren an dieser Stelle. Space Wizard versucht hier gerade Orange Arrow ein bisschen rauszusauen, das 1 gegen 1 Gegner zu suchen. Während hier der Baron dann doch disengaged wurde und OVGU sagt, okay, wir lassen euch den Raum. Und an dieser Stelle wollte er nichts machen. Vladi geht jetzt hier allerdings mit der Ultimate auf Space Wizard rein, kriegt den 4. Graves konnte sich jetzt allerdings doch selbst retten. Aber und da ist der Blue S direkt hinter Gladi. Da muss er sich sofort zurückziehen. Und in der Zeit wurde der T2-Tower auf der Top-Lane genommen. Was für mich immer noch eine kleine Frage ist, wieso da gerade das so gespielt wurde von Magdeburg. Wenn sie zu dritt an den Nash gegangen, einer war auf der Top-Lane, einer war in der Mid-Lane. Haben sie da gehofft? Oh, Banana Bill. Wow. Oh, da kam der Crit mit dem Double-Shot von Lucian. Und das hat Banana Bill das Leben gekostet. Und jetzt kommt gerade der Ping für den Nash. Also. Da wollen sie jetzt wahrscheinlich ran. Space Wizard muss auf jeden Fall mal in die Base Regen gehen.
Und wäre gerade die Möglichkeit, Gladi hat jetzt gerade noch die Midlane gepusht, sollte sich jetzt schnellstmöglich auf den Weg machen. Samus Curry war auch unterwegs, vielleicht versucht er einen Steal, vielleicht versuchen sie da noch ein bisschen Pressure reinzukriegen. Aber Xeto macht gerade alles, um hier ein bisschen zuzumachen. Daxolid hat ja gerade den Summoner hier rausgehauen, nachdem er von der True Shot Barrage getroffen wurde. Nash droppt immer lower, Orange Arrow macht hier jetzt gerade sehr schön die Botlane zu, glänzt sofort von Ceredas raus. Beziehungsweise es war die Mikaels, glaube ich, ah ne, QSS. War das QSS, Victor Ulti jetzt direkt hinterher, Shutdown dadurch auf Ceredas. Sam springt es hier noch in Gladi rein und der Schaden von Space Wizard reicht hier gerade, um ihn zu finishen. Aber Sam, sehr schöner Flash hier gerade, erst weggedodged mit dem Walk, aber Space Wizard wollte ihm da gerade noch helfen. Ist jetzt dadurch ein bisschen deep, oh, das Culling und der Flash von Taxolid reicht in dem Moment für den Kill. Und da wird jetzt, so wie es aussieht, eventuell der Inhib fallen, aber Banana Bill ist wieder da. Ja, aber Ahi kann nicht unbedingt so viel machen. Geht jetzt hier mit der Ulti rein. Oh, und zusammen mit dem Bloons Echo reicht es hier aus, um die Janna zu picken schon mal. Und auch Taxolid fällt hier jetzt zu den Foxfire. Und jetzt ist es nur noch Xeto übrig, der hier alleine im Gegnerteam. Banana Bill versucht hier gerade den ein bisschen hinzuhalten, aber der aggressive Flash über die Wand, um noch einen Pick zu reißen, während er selbst hier droppt. Gut gespielt hier von Xeto, um wenigstens noch einen Kill selbst mitzunehmen. Ja, Xeto wird doch gerade gemacht, hat er noch seinen Flash geburnt, um Banana Bill halt eben umzubringen. Wenn Banana Bill weg ist für die 50 Sekunden, das nimmt schon einiges an Potenzial weg, um hier die Waves wieder ordentlich rauszupushen. Ich habe im ersten Moment, bin ich ganz ehrlich, nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich dachte, mit Irrational direkt nebendran würde vielleicht schnell genug reagiert, aber das ging alles so schnell, da kam er nicht mehr dazu, da irgendwas dran zu drehen. Und da sollten wir jetzt trotzdem aufpassen, weil Gladi ist da, der möchte diesen Drake. Geht noch ran, kriegt auf jeden Fall einen Smite raus. Und Gladi muss jetzt hier aufpassen gegen den Dubelt Aspirin mit den ganzen Slows, dass er jetzt hier nicht droppt. Kommt hier relativ raus. Spooky Ghost hat ihn allerdings erwischt und das auf eine sehr weite Distanz. Oh, ein aggressiver Flame Cane Shift hier von Ceredas. Orange Arrow muss jetzt hier aufpassen, wird jetzt vielleicht ein Ultimate zünden, aber nein, er droppt, bevor er überhaupt dazu kommt. Oh, das war gerade keine schöne Aktion hier für Magdeburg. Jetzt sind sie gerade wieder für, ja, 45 Sekunden auf jeden Fall nochmal nur zu dritt unterwegs. Und ja, sehr schöner Moment hier für Not Even The Team, noch ein bisschen was aus dieser Situation zu nehmen. Trotz den ganzen Situationen durch die Tower, die jetzt gerade für ihn gefallen sind, der Inhib in der Mitte ist trotzdem weg. Und Gold liegt von 5k immer noch auf der Seite von Magdeburg. Ist das jetzt gerade immer noch die schönste Situation für Not Even The Team, hier wieder reinzufinden, also heißt reinzufinden, diesen Lead so schnell wie möglich wieder zu vernichten. Sehr weiter Junkie von Samus Curry muss jetzt aufpassen, wird von der Gravity Field zurückgezogen und muss aktuell sogar seine Passive da lassen. Und er ist so weit drin, da kann ihn sein Team auch nicht mehr aushelfen. Da hat er sich ein bisschen zu sehr reingewagt. Ja, ein bisschen unglücklich, dass Ceredas da während seiner Two-Shot-Barrage den Tower sowie das so ziemlich komplette Culling von Lucian getaggt hat. Jetzt sehen wir gerade noch Ulti, Gladi ist da, um noch den Kill an Irrational zu nehmen. Hier wird gerade ein Pick nach dem anderen gemacht und jede Aktion von jedem Team wird hier sofort gepunished. Also wieder ein sehr reaktives Spiel, was wir hier gerade sehen. Spooky Ghost, Ghostbusters. Finden Sie wen? Ich glaube, Sie haben niemanden gefunden an dieser Stelle. Also auf jeden Fall haben sie gesehen, also ich denke auf jeden Fall, dass sie Space Wizard gesehen haben beim Recall, wo der Slow ihn allerdings natürlich nichts ausmacht. Und VGU sieht jetzt entsprechend hier die Möglichkeit, die Botlane ein bisschen durchzuputzen. Es sind allerdings nur noch 10 bzw. 15 Sekunden bis Zac oder Lulu spawnen. Und Ken ist auch nicht gerade auf der Lane, wo sie hier sich alle sammeln. Entsprechend könnte es sein, dass es hier dann gleich zum Tiefer kommt. Dann kommt er auf jeden Fall auf Ceredas raus, der gerade dabei war, seine Ulti zu channeln. Und auch ein Doppel-Crit hier auf Banana Bill droppt ihn mit nur einem Auto-Attack in dem Sinne sehr low. Taxolid geht sehr aggressiv auf den Graves. Aber der Graves kann einiges an Schaden machen. QSS musste hier für Taxolid gezündet werden, dass er aus dieser Situation rauskommt. Der kriegt hier die Ultimate, hat keine Passive zu verfügen, musste aufpassen. Aber ein wunderschöner Engage von Cannon! Er kriegt den Stun und den Triple-Kill! Und das müsste es so ziemlich sein, dieses Spiel. Es ist Ceredas noch am Leben, aber wow, er räumt gerade von hinten auf. Ceredas räumt hier gerade von hinten auf, geht hier aggressiv mit dem Cane Shift rein. Hat dort seinen Muramana fertig.
Ein weiterer Autor könnte es reichen hier gegen Orange Arrow, aber er wird selbst noch gerade gestunt. Wird das jetzt noch schaffen, hier was abzupicken? Kabelmann chillt sich selbst die Arcane. Chillt sich selbst die Astral-Ulti weg. Also gerade wirklich sehr chaotisch. Du hast gerade schon gesagt, hier, das Ding so ziemlich vorbei. Dann kam dieser Mega-Schaden noch von Space Wizard und von Zere das rein. Und da kann man wieder sagen, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Trotzdem ist auch ein schöner Siege mit diesen Low-HP auf Orange Arrow und auf Kabelmann. Aber die müssen sich jetzt schnellstmöglich zurückziehen. Kabelmann jetzt gerade noch mit dem Flash, um hier dem Q auszuweichen. Aber Orange Arrow schafft hier gerade noch den Stun. Aber das QSS perfekt gezogen von Zere das. Und er räumt hier auf mit dem Double Kill. Wow, einfach nur wow. Also ich weiß auch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ich habe das Spiel jetzt gerade schon in den Händen von OVGU gesehen. Und dann kommt Zere das in der Backline und räumt alles auf. Ja, Space Wizard Initial Damage war mega groß. Also das sollte man jetzt den Credit nicht nur an Zere das zuschreiben. Zere das und Space Wizard zusammen haben da gerade echt die Situation vollkommen gerettet. Das ist Wahnsinn. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Engage hier von Orange Arrow, der es erst so aussehen lassen hat, als wäre das Spiel eigentlich für sie entschieden. Er hat seine Ultimate auf viele, viele Leute bringen können. Aber jetzt muss Zere das allerdings aufpassen. Hat Mana zur Verfügung. Ich weiß nicht, warum er nicht wegspringt. Macht er jetzt auf jeden Fall. Flash kommt hier von Nocturne. Irrational steht hier an der Seite und jetzt ist es Gladi, der hier viel zu weit drin ist. Ja, da hat ihm ein bisschen die Vision gefehlt. Da war der Greed gerade stark, sich wieder den Vorteil zu erarbeiten. Und mit denen, nachdem das Rest des Teams respawnt, ist immer noch 50 Sekunden Restzeit auf Gladi. Ist es jetzt wieder auf der Seite von ihm ein Team, gerade in dem Moment sich den Vorteil zu suchen. Das zeigt ja auf jeden Fall, warum dieser Esfil aktuell so ein starker Pick ist. Er drückt so viel Schaden raus und ist gleichzeitig trotzdem noch so unglaublich mobil. Gerade mit diesem Item-Build, was er da hat. Er hat 30% Cooldown Reduction durch seine Items. Das ist sogar so viel, dass er mit seiner Q, wenn er sie direkt hintereinander schießt und Ziel trifft, nicht zweimal hintereinander Iceborne Gauntlet zünden kann. Und das bedeutet natürlich, mit 30% Cooldown Reduction ist auch der Cooldown auf seinem auf seinem Arcane Shift sehr, sehr low. Und er kann entsprechend wirklich immer wieder aus einer brenzligen Situation rauskommen. Erst recht, wenn er seine Kuh landet. Ich meine sogar, zwei Kuhs würden reichen, sodass der Cooldown schon wieder raus ist. Ja, Nash spawnt jetzt. Dort eben ein Team steht hier bereit. Große Wave trotzdem noch auf der Top-Lane, da kam vorher noch der Ping hin. Aber das möchte sich Magdeburg trotzdem mitnehmen lassen. Gladi hat jetzt wieder seine Ulti da, mit ein bisschen Vision könnten sie da noch was machen, aber zu spät. Not Even a Team hat genug Schaden, um hier schnellstmöglich sich den Nash zu securen. Und das ist jetzt gerade die Möglichkeit, mit den zwei Inhibs, die auch wieder respawned sind, eventuell die Lane ein bisschen reinzudrücken. Jetzt bin ich echt gespannt, was Magdeburg da jetzt als Antwort hat. Ich glaube tatsächlich, wenn das jetzt hier nicht gleich ein Doppel-Ace enden wird, dass der nächste Teamfight so ziemlich das Spiel entscheiden wird. Also wir haben beide Teams, die ja auf 80.000 Gold oder mehr sitzen, was so ziemlich Fullbild für fast jedes einzelne Mitglied hier bedeutet. Wir sehen auf der Top-Lane, Graves fehlt nur noch ein bisschen was, er kann noch seinen... er hat sogar Lord Dominic's Brigade schon, okay, habe ich gerade falsch gesehen, Entschuldigung, auch von meiner Seite. Also Graves auf Fullbild, Zac fast auf Fullbild, genauso wie Ken ist Fullbild, also es ist Wahnsinn, was wir hier alles an Items haben, es ist... Viel mehr gibt es jetzt hier an Farben, es geht jetzt wirklich nur noch um Buffs und Vision. Es geht darum, diese Picks zu machen, diese Teamfights für sich zu entscheiden oder halt Barons und Dragons für sich zu securen. Ja, jetzt der dritte Drake jetzt dadurch für ein Not-Even-Team. Ich erwarte jetzt gerade aber eigentlich, dass sie jetzt ein bisschen mehr den Nash ausspielen. Natürlich den Drake jetzt gerade zu securen mit dem dritten Buff war schon mal sehr wichtig, aber jetzt muss ein bisschen die Pressure rein, denn Magdeburg möchte jetzt versuchen, so viel wie möglich zumindest schon mal auf der Midlane gegenzudrücken, denn da ist der Inhib frei. Man muss überlegen, es ist auch nur noch ein Nexus Tower zur Verfügung. Selbst wenn der Teamfight nicht ohne Verluste stattfindet, also nicht ohne relevante Verluste stattfindet, wäre der nächste Teamfight-Win für Magdeburg eventuell der Sieg für das ganze Spiel. Wenn es allerdings andersrum ausgeht, ein Teamfight mit einem kompletten Ace, mit zwei bis drei Leuten, die noch stehen für nur ein Team, würde das genauso heißen. Aber wenn da nur einer noch überlebt oder so, wird es schwer, beide Nexus Tower, den Base Tower plus die Inhibs zu nehmen, selbst mit dem Nash-Buff. Also es ist wirklich eine sehr brenzlige Situation gerade. Das wissen beide Teams sind vorsichtig, möchten hier keinen Poke fressen und vor allem auch nicht gecatcht werden. Die bewegt sich jetzt zur Top-Lane. Rotiert gerade zur Top-Lane, wo eine riesige Minion-Wave darauf wartet und ich glaube, die werden sie ausnutzen,
um auf jeden Fall hier den inneren Turm zu nehmen und vielleicht sogar damit weiter drücken zum Minidator-Turm. Und ich sehe gerade, das sind 3 Cannon-Minions. Also Belagerung Puche an dieser Stelle. Das sieht man auch nicht so häufig. Das ist die Sache, genau wie du kommentarlos. Und ja, das ist hier schöne Cannon-Minion-Shots hier. Peter kommt dazu. Oder? Aber da ist aber Peter dann noch zu groß. Da hat die Distanz doch noch ausgereicht. Aber 4 Cannon-Creeps gleichzeitig mal hier mit Baron Buff zu sehen, die dann auf den Tower einprügeln. Und man sieht, ich glaube, die Hälfte von dem Schaden, der da an den Tower steht, waren allein durch diese Cannon-Creeps. Ja, die darf man nicht unterschätzen. Wer ist eigentlich dieses Tristana, von der immer alle reden? Wir haben Cannon-Creeps mit Nash-Buff. Das ist alles, was man möchte in diesem Spiel. Wenn man Minions Items geben könnte, würdest du einem Cannon-Creep mit Baron Buff einen Rapid-Fire-Cannon geben? Also ich würde das Minion wahrscheinlich... Also wenn ich es wirklich ausspielen darf... würde ich ihm einen Banner of Command geben und danach einen Guardian Angel. Banner of Command, warte mal, Banner of Command, Guardian Angel? Ja, man hat hier mehr als einen Slot. Banner of Command, Guardian Angel und dann noch Rapid Fire Cannon. Und dann noch der Baron Buff dazu, oh Gott. Gut, aber jetzt warten wir gerade drauf, dass was passiert. Die True Shot Barrage von Xeridas ist jetzt gerade im Schild von Kabelmann einfach verpufft. Also... Jetzt, beide Teams möchten, Baron Buff ist jetzt ausgelaufen, aber kein Team traut sich, man wartet gerade quasi auf einen ordentlichen Pick oder auf einen Fehler. Man merkt auf jeden Fall, beide Teams wollen sich jetzt hier keinen Fehler erlauben, das ist die Sache. Es ist auch teilweise wirklich riskant. Ken pusht hier jetzt gerade ein bisschen die Midlane durch, muss allerdings aufpassen, Not Even a Team kommt, nähert sich gerade durch den River und versucht dort den Pick zu machen. Oh, schöner Charme ja auf Gladi und zieht dort einiges von seinem Leben runter. Wagt sich allerdings dann doch nicht komplett aggressiv reinzugehen. Also man muss aber auch gleichzeitig sagen, Baron Powerplay, ich meine, man musste sich natürlich erstmal wieder ein bisschen regenerieren nach diesem Fast-Finish, der gerade hier zugunsten von Magdeburg fast passiert wäre. Aber trotzdem, der komplette Baron-Buff, es ist gerade, glaube ich, ein Outer-Turret noch gefallen oder ich habe gar kein Outer-Turret mehr. Also auf jeden Fall, glaube ich, nichts wirklich passiert hier gerade mit dem Nash-Buff. Top-Lane pusht allerdings schon wieder eine große Wave rein. Muss man jetzt auch schon wieder sagen. Ja, Top-Lane wieder eine große Wave. Da ist aber auch schon Taxolid wieder unterwegs, um sich ja noch ein bisschen Gold zu holen, was er ganz bestimmt noch brauchen kann. Bei mir kommt es gerade so ein bisschen vor, als würden sie ja alle warten und fragen, wer hat noch nicht, wer will noch mal Item-Sonderverkauf. Also ja, alle spannen sich hier Gold zusammen, um möglichst dieses Fullbild zu erreichen. Auch für die Supports ist es beinahe schon soweit. Es ist reines Farmfest gerade. Ja, als Minion-Massaker in die Geschichte eingehen wird. Also ja, schon bei 48 Minuten. Und seit 48 Minuten, das ist nichts passiert. Es freut mich so sehr, ein Spiel zu sehen, wo es jetzt gerade mal 3,5 Gold, das wäre nicht viel, 3,5k Gold Unterschied sind, nach 50, also sagen wir jetzt mal wirklich, runden wir mal ganz grob auf, 50 Minuten, nachdem das erste Spiel ein 23 Minuten Gestompe, wenn es auch hart klingt, es war wirklich ein Gestompe war, freut mich für die nächsten Spiele, die wir noch sehen werden. 3,5k Gold ist wirklich nichts. Nee, ich im Vergleich zu 10 Minuten, wo 3,5k Gold, wie wir es halt im letzten Spiel schon hatten, sehr viel ist und entsprechend auch das Spiel entscheiden kann, wie wir gesehen haben. Aber hier zu diesem aktuellen Zeitpunkt 3,5k Gold, das sind noch nicht mal 5%. Das ist gar kein Unterschied. Sieht ja halt wirklich so aus, als würden sie darauf warten, dass die Supports die Items fertig bekommen. Was willst du? Es scheint wohl Lulus Echo hier für Lulu zu werden. Was Jan allerdings hier mit dem Needless Delage noch anfangen möchte, weiß ich gerade auch nicht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Abadons! Rabadons, Jan! Baron spawnt ja auf jeden Fall jetzt gerade. OVGU steht schon in Position und da wird es hier wahrscheinlich jetzt gleich zum Kampf kommen, wie ich das meinte vorhin. Es wird jetzt mehr um diese Objectives gehen: Baron und Dragon. Dragon ist übrigens auch wieder verfügbar.
allerdings gerade eher ein zu ignorierendes Ziel, da keines der Teams hier auf den fünften Dragon kommen kann. Ja, Space Wizard begibt sich jetzt allerdings gerade in diese Richtung, möchte dort vielleicht gleich versuchen, den Dragon abzugreifen und dann mit Teleport sein Team beim Baron zu unterstützen. Also man kann auf jeden Fall sagen, wenn es endlich mal zu dem nächsten Teamfight kommt, beziehungsweise Nash-Fight kommt, wird der Entscheider... Oh, ein wunderschöner Pick hier von Banana Bill! Das könnte gerade jetzt das Opening für Not Even a Team sein. Demher wurde doch gerade auch der vierte Drake für Not Even a Team gesichert. Bisschen was an Schaden auf Seredas und Irrational. Also ein bisschen was in Anführungszeichen. Das musste die Lulu-Ulti gezogen werden. Das Flash von Seredas sowie das QSS wurde geused. Also da gerade noch eine sehr schöne Reaktion hier gerade für diesen Moment. Gladdy hat jetzt gerade seine Ulti gezogen, aber wo möchte er damit hin? Kam wohl nichts mehr dazu. Samus Curry ist jetzt gerade mit Space Wizard und Banana Bill natürlich zur Stelle und das ist der erste Inhib. Und jetzt ist gerade dadurch die Möglichkeit, da der Midlaner fehlt, den Sack eventuell zuzumachen. 32 Sekunden werden nicht reichen, das muss aber jetzt die Aktion von Magdeburg kommen. Sonst haben sie ein Problem, Taxidid hier einen ordentlichen Schaden. Kabelmann auch noch eine sehr schöne Ulti, um das Team hier so ein bisschen zu separaten. Aber da kommt viel zu viel Schaden runter. Das ist Gladys Tod, das ist Kabelmanns Tod. Da kommt nochmal das Culling rein, Orange Arrow ist im GA. Wird hier auch beim Rauskommen nichts mehr machen können. Was ein Turn in diesem Spiel von Not Even a Team. Also das kann man definitiv sagen, nachdem der Sack fast zu war, haben sie hier es geschafft, mit einem 5:0 Trade, beziehungsweise 4:0 Trade, die ganze Kiste nochmal zuzumachen. Jetzt ist Xeto nochmal da, aber er kann auch an dieser Situation nichts mehr ändern. Stirbt eventuell noch, nein, überlebt die ganze Sache noch, nimmt noch Bananari mit und trotzdem ist das hier der Win für Not Even a Team. Wunderschöne Aktion, der Pick von Banana Bill hat gerade wirklich, das kann man so sagen, das Spiel für Not Even a Team entschieden. Da musste noch nicht mal der Baron angegangen werden, da hat es einfach gereicht, straight durchzupushen. Space Wizard ist sofort zur Botlane gegangen und das ganze Team von Not Even a Team ist von Baron Richtung Botlane rotiert, haben sich dort gesammelt, haben die Midlane eingedrückt und der Teamfight, der dadurch entstanden ist, hat das ganze Spiel dann am Ende dann zugunsten von Not Even a Team entschieden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall 4 Spiele sehen. 1 zu 1 steht es jetzt gerade im Matchup Not Even a Team gegen UVGU Magdeburg. Und wir werden uns gleich wiedersehen, während wir das Spiel jetzt hier zum Analyst-Desk freigeben. Jo, dann sehen wir uns gleich wieder im dritten Spiel. Ich hoffe, es wird wieder genauso knapp. Ich möchte noch einmal kurz hinweisen, solange wir diesen Screen hoffentlich noch sehen, schaut euch mal das Gold an. Mensch, schaut euch jetzt mal das Gold an. Alles klar. Ist gut, wir gehen weiter. Zurück zum Analyst-Desk. Ich glaube, unser Buzzcam hier ist ein bisschen gemutet, deswegen sage ich mal, herzlich willkommen zurück zum Analyst-Desk nach diesem extrem langen 50-Minuten-Game, wo beide Seiten sich nichts geschenkt haben, sich gegenseitig ordentlich auf die Marmelade gegeben haben und man auch sehen konnte, dass Not Even a Team doch wieder zu ihrer Stärke zurückgefunden hat und ordentlich Magdeburg in die Patrouille gebracht hat. Ja, das ist wieder ein Game gewesen, wie ich es gerne habe. Einfach viel Action, viel hin und her, kein Team, was wirklich die ganze Zeit komplett stompt. Wobei in der Anfangsphase sehr stark danach ausgesehen hat, dass hier Orange Arrow wieder eine unendlich solide Leistung abbringt und das Game so ein bisschen auf seinen eigenen Schultern carried. Aber Deck hat natürlich dann gesehen, das lasse ich diesmal nicht zu. Ich ganke ganz, ganz auf Toplane, versuche den Graves hier in Space Wizard wieder ins Game zu bringen und es ist ihm im Endeffekt auch geglückt. Und allgemein, das ganze Game war wirklich unter dem Stern der Jungler. Sie haben gute Counter-Ganks gemacht, sie haben allgemein gute Ganks gesetzt, wirklich solide Leistungen von beiden Junglern. Wir natürlich auch vorher mussten uns unsere beiden AD-Carries, vor allem Xeridas auf dem Bluebird Esfil und auch Taxlit auf dem Lucian, beide waren überaus aggressiv, sind nicht selten als einmal nach vorne geflasht, sind reingedasht, haben auch wirklich versucht, noch den letzten Kill zu holen, haben auch ordentlich gespielt, haben auch wirklich den Löwenanteil des Schadens verursacht und haben auch schön gespielt. Teilweise wurde natürlich auch die Aggressivität dann auch gepunished, aber größtenteils lief es doch sehr, sehr schön und flüssig ab. Ja, der Einzige, der, wo ich mir gewünscht hätte, dass er ein bisschen aggressiver spielen würde und auch ein bisschen mehr von sich selber ausmachen würde, war Xeto.
konnte auf seinem Victor leider nicht die Pressure aufbauen, die er gerne gehabt hätte, weil einfach Banana Bill wirklich eine starke Leistung abgeliefert hat. Im Late Game der Catch auf ihn ein ganz, ganz großer Teil dazu beigetragen, dass sie das Game dann doch noch gewinnen konnten. Ja, und dann schauen wir uns erstmal Replays an, und zwar von den Counter Gangs. Und bei dem ersten Replay sieht man halt wirklich richtig schön, wie Nocturne es macht, wie unser Gladi das macht. Stellt sich in den Dings, wartet, bis der Gang kommt und versucht dann reinzugehen. So, hier sieht man, dass Nocturne sich direkt oben postiert. Er riecht schon einfach diesen Gang von Zack, der da oben ist. Und ja, geht direkt auf den Ken drauf. Ken kann sein Ultimate leider ein bisschen spät zünden, stirbt deswegen, aber Nocturne einfach so stark zu diesem Zeitpunkt im Spiel, dass er es auch schafft, 2v1 die letzten Prozente von beiden runterzuhauen. Auch der Zack wäre eigentlich noch gestorben, wenn die Q leider nicht vorbeigegangen wäre von Nocturne, aber zieht sich richtigerweise zurück, weil er sieht, Ahri kommt da, auch das Ezreal Ultimate fliegt hoch, trifft leider nicht. Ansonsten ein unglaublich schön gespielter Counter-Gank hier von Nocturne. Weil ich da die auch ein bisschen widersprechen muss. Ich meine, so stark Gladi auch angefangen hat, er hat zwischenzeitlich echt ein bisschen abgefallen, teilweise an seinem Itembild, da war ich, bin ich nicht 100% mit dem Einklang mit, und zum anderen auch teilweise durch Vision durch Positioning und auch Vision-Probleme, wo er teilweise auch, ich habe mich dann den einen Nashor, den Not Even a Team bekommen hat, weil Gladi eben recalled ist und Not Even a Team dann gesagt hat, okay, er ist Base, wir sind im Überzahl, wir haben die Vision-Kontrolle durch drei Pinkwards am Nashor, wir holen ihn jetzt einfach. Und da ist halt einfach auch einfach das Gesamtspiel, dass man halt als Jungler nicht nur für die Early Presence, sondern halt auch für die Objective Presence da ist und auch genau weiß, okay, wo kann ich jetzt wann sein und wie muss die Vision vorhanden sein, dass ich halt zu dem Zeitpunkt an dem Ort sein kann. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Gut, das zweite Replay, was wir direkt im Anschluss auch nochmal zeigen wollen, ist, dass wir zeigen wollen, dass Zack, dass Sam das genauso gut gemacht hat auf der Toplane. Direkt 2-3 Minuten später setzt er den gleichen Countergang. Er denkt da schon drüber nach, wo geht Nocturne als nächstes hin, wo versuche ich den nächsten Countergang zu setzen, und wir gucken mal rein. Ja, hier sieht man, dass Zack diesmal sich ins Gebüsch stellt und wartet oben, bis der Gank losgeht. Und der kommt genau in diesem Moment. Nocturne stellt sich hinter den Tier-1-Tower, wartet darauf, dass er reinulten kann. Geht der Ultimate, das Ultimate geht los und der Zack direkt mit dem Counter-Gank. Lulu-Ultimate wurde schon gezündet. Janna versucht noch ein bisschen zu peelen, aber geht fast down. Muss gerade noch mit ihrem Schild rausrennen und Nocturne geht ein bisschen zu aggressiv rein und stirbt durch einen schönen Sprung von Zack im Endeffekt noch. Ja. Da sieht man halt einfach, was ein schönes Jungle-Play ausmacht. Ja, das auf jeden Fall. Was ich auch noch ansprechen möchte, war noch die phänomenale Leistung von Not Even a Team, als sie am Bot-Tower eingedrückt waren, am Bot-Inhib, und es geschafft hat, Space Wizard und Xeridas gerade noch so 2v4 den frühzeitigen Loss abzuwenden, was dann natürlich auch am Ende dafür geführt hat, dass sie das Spiel gewinnen, wo einfach die Aktionen so schön waren und Xeridas mit dem sehr gut getimten Mercurial Scimitar und dem guten Skillshots da einfach den Bot verteidigt hat und auch das Ace verursacht hat. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es ein bisschen zu over-aggressive da gespielt wurde von Magdeburg. Da ist einfach so viel Hype dann im TS vor allen Dingen auch los, dass man den Teamfight eigentlich schon gewonnen hat. Wenn sie es da ein bisschen ruhiger spielen, erstmal sich zu 4 zurückziehen und dann den Inhib rausnehmen und danach dann weiter zu 4 pushen gegen 2 Leute, kann das schon einfach das Ende bedeuten. Da muss man dann wirklich kühlen Kopf bewahren und sagen, okay, nicht over-aggressive spielen, damit wir das Game nicht außer Hand geben, was dann im Endeffekt passiert ist. Ja, und das nicht eine Einzelaktion war und auch Teamfight möchte ich euch noch ein Replay zeigen, dann gehen wir kurz in eine Pause und dann gehen wir ins dritte Game zwischen OVG und Magdeburg und Not Even a Team. So, hier wurde vorausgehend Banana Ahri gecatcht. Space Wizard war low, ist in die Base gelaufen und deswegen konnte dann Magdeburg sagen, okay, wir fangen jetzt den Nashor an. Der Nashor ist schon relativ low, so auf 5000 Xeredas, geht jetzt zusammen mit Irrational ran, Orange auf, zündet die Ulti, schafft es, die Botlane zu sprengen. Xeridas schafft es, mit seinem QSS noch einigermaßen zu entkommen. Tötet dann am Ende noch. Und Xeto sprengt ihn trotzdem weg. Samus Curry springt noch rein. Und da konnte dann noch einigermaßen das Schlimmste verhindert werden. Nashor ist trotzdem gefallen. Aber es ist trotzdem ein 4-4-2-Abtausch. Sorry. Und Space Wizard wird ihn noch sterben.
und dann letztendlich auch nach und nach die beiden Inips fallen. Hier wird Magdeburg dann nachhinein noch getötet, aber da sieht man einfach mal, wie so ein Teamfight an sich ausläuft. Vor allem das Orange Arrow auch mega viel Schal gemacht hat, was auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass Irrational einfach kein Locket gebaut hat. Also zu dem Zeitpunkt. Er hat zwar das Michaels gerusht, aber da seiner D-Carry schon das komplette Mercurial-Skimitar hatte, fand ich das ein bisschen unnötig und hätte man doch eher aufs Locket für die allgemeine Tankiness gehen sollte. Ich war auch allgemein ein bisschen von Irrational enttäuscht mit dem Positioning, mit der Wahl der Items, mit dem Decision-Making, aber ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel ein bisschen besser von ihm sehen werden. Hat letztendlich gereicht, aber fürs nächste Game vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Ja, ansonsten, den Rest war sehr, sehr durchwühlend das ganze Game zu Ende gegangen. Mal die einen, mal die anderen. Schönen Catch haben wir eben schon angesprochen, der dann im Endeffekt zu einem schönen Baron noch geführt hat. Ja, mit diesen letzten Worten gehen wir auf jeden Fall in eine kleine Pause, lassen die Teams ein bisschen durchschnaufen und sind danach dann gleich wieder für euch da.